In Studio können Sie mit dieser Playline auf der Timeline navigieren. Also wenn Sie jetzt den Film abspielen, dann sehen Sie, wie sich diese Linie bewegt. Sie können diese Linie auch an diesem Knopf anfassen und nach rechts oder nach links ziehen, um über diesen Film zu scrubben. Zudem können Sie jederzeit an den Anfang des Films springen mit diesem Symbol. Jedes Mal, wenn Sie eine Videosequenz mit der linken Maustaste anklicken, springt auch diese Linie entsprechend an den Anfang der Videosequenz. Sie kennen das auch, das Vergrößern oder Verkleinern der Timeline mit diesem Uhrensymbol. Also in dem Moment, wo ich in diese Zahlenreihe hineinklicke, kann ich ja diese Timeline vergrößern, ohne dabei die Länge des Films zu verändern. Sie sehen, dieser Film ist 24 Sekunden lang. Ich kann das jetzt vergrößern oder verkleinern, um eben genauer schneiden zu können. Dasselbe gibt es natürlich in Studio 16 ebenfalls. Und zwar habe ich diese Linie gleichfalls, also auch auf dieser Timeline, allerdings sieht die etwas anders aus. Dieser Knopf ist unten, nicht oben, das spielt aber nicht eine so große Rolle, ist eine kleine Umstellung und die Zahlenreihe ist ebenfalls hier unten. Sie können diese Linie aber auch über diesen Knopf anfassen und nach rechts oder nach links ziehen, um eben über diesen Film zu scrubben. Zudem können Sie die Linie hier oben anfassen, wenn Sie dies lieber mögen. Sie können jederzeit an den Anfang oder aber auch an den Schluss des Filmes springen mit diesen Symbolen oder zum Beispiel von Schnitt zu Schnitt mit diesen Symbolen. Vergrößern und Verkleinern funktioniert genau gleich wie bei Studio 15 oder älteren Versionen. Und zwar, wenn ich jetzt mit der Maus in diese Zahlen hineinfahre, sehe ich ebenfalls diese Uhr und ich kann jetzt die Timeline vergrößern oder verkleinern. Also eine sehr praktische Möglichkeit, eben diese Ansicht zu vergrößern oder zu verkleinern, um etwas genauer schneiden zu können. Auch wenn ich jetzt einen Clip anwähle mit der linken Maustaste, springt diese Linie an den Anfang des Clips. Und Sie können dann zum Beispiel den Clip wiedergeben, schneiden und weiter bearbeiten und so weiter. Eine weitere vielleicht praktische Möglichkeit, die Timeline zu vergrößern oder zu verkleinern, ist, indem Sie einfach diese Linie hier anfassen, um zum Beispiel die Timeline zu verschieben, nach rechts oder nach links. Oder wenn Sie das Ende anfassen, da diese kleinen Symbole, dann können Sie die Timeline ebenfalls verkleinern, indem Sie diese Linie größer ziehen, oder vergrößern, indem Sie diese Linie kleiner ziehen. Und Sie sehen dann jeweils immer auch in Prozent angegeben, wie groß der Zoom-Bereich ist. Also die Ansicht ist nicht so wichtig, diese Zahl, einfach als kleine Hilfe. Aber Sie können so eben sehr einfach in Ihrem Film hin und her navigieren.